Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 1 und soweit ich weiß, habe ich genau das. Ganze Nordpark im Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich fangen. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Das glaube ich sofort. Meint er die Tussi hier vom Puff? Oder welche Tussi hat das gerade gemeint? Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich habe die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Okay, beim letzten Mal hätte ich die Katzen auch noch durchlaufen lassen können, wenn ich wusste, dass das jetzt das Ende des Kapitels ist. In der Löwengrube, okay. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist die Bank auszurauben sozusagen sein Ticket nach draußen von der Mafia für Pauli. So wie ich das richtig verstehe. Okay. Also sagen wir dem Don ist da doch nichts war, ja stimmt. Er hat uns ja auch nicht gesagt, dass in dem Scheiß, was war das? Scheiß Zigaretten. Dort anstatt Diamanten sind da Drogen, hat uns auch nicht gesagt. Wir haben es zufällig gesehen. Ja gut, okay, also wir sind anscheinend dabei, ist eh klar. Bin mal gespannt, ob das gut geht und wer überhaupt dabei ist. Also ich bin dabei, also Tommy, Pauli, Sam weiß ich nicht und da war es auch schon. Vielleicht gibt uns wenig irgendwelche Waffen. Na, mal gucken. Was jetzt kommt, ob jetzt wieder hier so ein wie heißt das Ding? Auf jeden Fall so ein Ding mit der Gegenwart kommt, wie das ganze Scheiß hier labert. Vielleicht klappert jetzt irgendwas von der Bank. Ja, wir haben die Bank überfallen und das lief so und so und so. Dann können wir uns irgendwie schon darauf einstellen, wie es passiert ist. Oder nicht, Schwarzarbeit. Okay, das geht auch. Aber die Bank. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Was nötig ist, was Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn der Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5
5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich halte nicht rum, Tom. Tauch mich auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Wieso war es so klar, dass ich wieder mit dem Direktor was machen muss, mit dem Höchsten? Bist du bereit? Ich bin bereit. Bin ich bereit, ist die Frage. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels. Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung oder es knallt! Auch geil, keine Vorbereitung, gar nicht. Einfach so, ja, passt, jetzt geht's los. Ich hol denn direkt... Habe ich nur die Kacke? Warum habe ich... Ich will eine Tommy-Gun, ihr Idioten! Okay, warte mal. Habe ich hier... Kommt die durch? Nein, geil. Ich kann mich hier auch hier schwach warten. Ah, okay. Ja, ist echt so. Das Beste ist einfach nur nichts... Nee, einfach nichts tun. Chill. Warte. Okay. Keiner da. Wer ist doch nicht? Keiner wird hier sterben. Halt die Klappe, Paul, ich muss mich kurz umsehen. Sag Objekte gehören. Keiner wird sterben, wenn hier keiner was macht. Wenn ihr alle brav seid und tut, was wir sagen, dann easy going. So, Director, bist du hier? Komm mit zum Tresorraum. Ich mache, was sie sagen. Gewalt ist ja, dann go. Ehrlich, fall ich nicht vor. Stark, weil sie kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Paul, ist das unter Kontrolle da drüben? Da unten? Wie viele Wachmänner unten? Einer. Schuss bereit? Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Ach, da unten, warte, so, ich dachte, da unten mit der Lobby, den haben wir ja ausgenommen. Okay, da unten ist anscheinend noch einer. Ja, ich knall den Typen ab, wenn er mich abknallen will. Er schafft's ja nicht, aber, ja. Ich weiß nicht, ob ich ganz erzählen muss, aber ich mach's einfach. Das schaut cool aus. Okay, da auf jeden Fall Health schon mal, sehe ich auf der Karte. Jetzt bin ich hier, okay. Der Direktor ja, ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt. Move. Oder Kumpel. Los weiter. Damit Move, warum? Nicht, durch. Nicht Typen wie sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Weil wir, ey, wo auch immer her wissen, dass er eine Tochter hat, aber ist okay. Haben wir die jetzt gestalkt auch schon, oder was? Wie lange ist das schon geplant? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Aber gut. Das wird sowas von in die Hose gehen, wenn wir die Kohle haben. Das kann gar nicht gut. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Ich kann sofort schießen, wenn ich will. Wo ist es denn? Wo ist der Wichser? Da. Hey! Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Jungs! Holy moly! Warte mal! Du, Tommy, du bist falsch in der Karte. So ist er falsch. Ja, halt die Schnapp. What the fuck, wo schießt der Typ? Das war's? Easy! Okay, warte mal. Hier ist wichtig. Munition nehme ich jetzt noch nicht, because ich muss ja auch noch abhauen. Und dann, wer weiß, ob ich dann noch Munition brauche, weil ich kenne mich in dem Spiel. Ich verballere warum auch immer sehr viel Munition. Ist hier sonst irgendwas da drüben? Außer das so selber? Heilermäßig? Ne. Schon gut, das passt. So. Schlüssel. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Nein, du mitspielst nicht. Aber das war auch schon wieder hier verraten. Da also, kenne ich dich auch schon wieder so. Einen auf die Schnauze geben. Aber ist okay. War auch eh klar, dass das hier was passiert. Und von wegen zu ein Wachmann. Ja, ne. Drei waren es? Ich glaube drei. Zu heulen!
weg, los! Also wenn ich das ganze Ding mitgenommen, oder? Das ganze kannst du nie mitnehmen, bro. Wo ist das? Hä? Ich hab das. Also er nimmt's, okay. Ah, geil, muss ich wieder alles freischießen. Das war auch so klar. Oh Gott. Ja, sie ehrte Tommy gar, ey, ich werd wahnsinnig. Der Dude muss verrecken. Scheiße. Bin er jetzt? Nein, gehe ich nicht, bevor der nicht tot ist. Verflucht. Alter. Habe ich Granaten? Ich habe keine. Irgendwer trifft mich. Willst du mich eigentlich verarschen? Du Sohn! Alter! Okay. Den hab ich. Eine Kugel ist verpasst. Nice. Komm! Mein Gott, Alter. Oh. Nacht. Sehr gut. Ein Traum. Also erstmal heilen. Ja, warte mal. Ich weiß genau, was ich brauche. Heilung. Dann einmal diese Munition. Obwohl. Ja, nee, ja doch. Nee, fuck off. Fuck off. Schrotflinte. Ich brauche Tommy. Tommy braucht ein Tommy. Nee, nein. Hab ich ja schon. Passt, super. Okay, ich bin so nicht komplett geheilt, aber das ist scheißegal. Ich bin schon da. So, jetzt ist die Hölle los. Jetzt ist die Hölle los. Zum Glück direkt er. Ich würde echt gerne wissen, wie viel Kohle da drin ist. Aber alles können wir nicht mitgenommen haben. Nie im Leben. Komm, 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 komm. Okay. Ja, dann kann ich Munition sparen. Ich bin nur recht. Weißt du wohin? Ich sehe gar nichts. Nicht hier lang. Wie nicht hier lang? Die Karre! Go! Komm, 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 komm. Wo bist du? Was machst du? Steig ein, du Idiot! Steig ein! Ordentliche Sammlung. Trophy, keine Ahnung. Der braucht 3 Jahre, das einstecken in den Ofen. Scheißegal, aber häng sie ab! Sie haben ja, naja, klar! Er macht eine Bank ausgekauft, du Idiot! Ich habe absolut keine Ahnung, wohin. By the way. Warte mal, ist das wieder das mit dem Zeichenscheiß? Also hier ablenken? Also hier Falle und so? Ich denke mal, ich hoffe mal. Da fahre ich zu den Zeichen. Ja, lad mal nach! Oh mein Gott! Bin ich nicht, das ist alles eine Lüge. Warte mal. Holy f... Oh oh. Aus dem Weg! Oh Gott im Himmel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also fuck, warte mal. Ich wollte dorthin. Okay, warte mal. Das muss klappen, bitte. Bitte sag, dass das klappt. Verpiss dich, du verkackter Bulle, Alter. Turbo! Yes. Das funktioniert. Das funktioniert halt echt. Wie gut. Komm, 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 komm. Jawohl, sie sehen mich nicht mehr. Okay. Als ob der mich sieht, als ob die das wissen. Never. Never ever. Boah, diese Lenkung ist so geil von dem Ofen. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ist hier eigentlich. Geht sie weiter? Kann ich hier fahren? Ja. Ich sehe doch eh kein Schwein. Okay, ich sage, ich sehe kein Schwein. Ja, es blinkt, es blinkt, es blinkt, es blinkt. Sind wir nicht gut? Was? Ich hab's geschafft. Sam's Club? Ey, ist gerade. Wir haben das geschafft. Mach den nicht heiß. Wir haben einfach meine Bank ausgekauft, so nebenbei. Als ob das geklappt hat, als ob das kein Haken mehr kommt. Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst wir geschafft. Tommy, wir haben es geschafft. Tommy, wir haben es geschafft. Was ist da jetzt noch schief können? Das sei denn irgendwie, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Salieri hat jetzt den Sam gekillt oder was auch immer, oder jetzt kriegt Salieri das mit.
Es wird ein Überfall gemacht, jetzt gibt es Stress. Das kann auch sein, I don't know, aber das haben wir geschafft, wir haben die Bank ausgeraubt. Erfolgreich, wart ist los. Nicht schlecht. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Amen. Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Auf uns beide! Klar. Wir müssen los. Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach, komm schon, war ein Scherz. Hey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle. Ja, okay. Viel Glück. Sieht sich, Kumpel. Wieso habe ich in dem nächsten Kapitel, der letzte große Wurf, Trophy, wieso habe ich jetzt im nächsten Kapitel, was jetzt da kommt, kein gutes Gefühl, was jetzt passiert? Ich wette so sehr, dass Salieri das jetzt da mitbekommen hat, ist ja auch logisch, weil er hat sonst auch Paul jetzt so viel Kohle, und dass er jetzt richtig angepisst ist und was weiß ich, jetzt aber wirklich sein wahres Gesicht zeigt und Pauli killt, Sam killt, mich versucht zu killen, wir killen ihn dann, was weiß ich. Ich denke nicht, dass das so einfach ist. Jetzt haben wir wieder das Thema. Es war theoretisch Krieg. Dann war irgendwie Scheißenden. Dann war voll Panik und alles mögliche. Jetzt sind die Morellos tot. Und jetzt ist irgendwie wieder alles wie der Feuer-Eierkuchen. Also hier Bank ausgeraubt, easy going, super Ende. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Irgendwas wird jetzt hier sicher noch richtig schief gehen. Richtig schief gehen. Ich denke auch nicht, dass das Game mehr so lange geht. Also jetzt letztes Kapitel, vorletztes Kapitel, ich denke nicht lange wird es noch gehen. Mal gucken, was jetzt dazu. Ich bin gespannt, was Salieri dazu sagen hat und ob man irgendwie was auch irgendwie erwähnen von den Drogen, die was bei den Zigaretten dabei waren. Und nicht Diamanten. Ich bin. Sehr mal gespannt. Aber okay. Das werden wir alles im nächsten Part wissen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Part. Bis dann!